Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des DFF, des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums, zu unserer Carte Blanche. Das ist eine der wunderbarsten Reihen, wie ich immer finde, die wir hier machen dürfen. Das machen wir zweimal im Jahr, wo wir eine besondere Persönlichkeit des deutschen Filmgeschehens ehren und würdigen. Das Ganze, sei auch direkt erwähnt, geht immer nur mit Unterstützung unseres wunderbaren Freundeskreises, dem ich einen großen Applaus an dieser Stelle bitte einmal spenden lassen wollte. Margot Müller ist hier, bitte einen Applaus. Danke, dass ihr das immer möglich macht. Ich stehe jetzt auch hier anstelle von Ellen Harrington, die jetzt gerade parallel den Literaturfilmpreis der Buchmesse via Laudatio mitvergeben darf. Deswegen bin ich jetzt heute hier. Ich führe auch gleich das Gespräch netterweise, aber freue mich, Sie jetzt auch alle hier begrüßen zu dürfen. Und ja, wir haben heute quasi zwei sehr, sehr, sehr geschätzte Gäste und enge Freunde unseres Hauses hier bei uns. Nämlich den einen im Herzen, Arthur Brauner. Im Juli ist er leider verstorben im Alter von 100 Jahren und kaum jemand ist uns so ans Herz gewachsen in all den Jahren der Verbundenheit. Wir haben seit 1989 sein Archiv bei uns, jetzt inzwischen im Fassbinder-Center. Hier ist auch der Sitz, der ihm gewidmet ist, ganz vorne in der ersten Reihe natürlich. Und es ist auch zum Beispiel eines der wunderbarsten Bücher, finde ich, über ihn entstanden. Damals Claudia Dillmann, die Direktorin, die frühere unseres Hauses, Arthur Brauner und die CCC. Da ging es um die Geschichte von 1946 bis 1990. Das ist alles hier entstanden. Wir haben ganz viele tolle Veranstaltungen auch hier machen dürfen im Laufe der Jahre. Und jetzt freut es uns umso mehr, dass die heutige Geschäftsführerin der CCC hier ist, die nicht nur das ist, bei weitem nicht nur das, eine ebenso tolle Filmproduzentin, die Studios wiederbelebt hat und ganz, ganz stark die deutsche Filmgeschichte jetzt auch wieder mitprägt. Gestern nominiert war mit Crescendo, mit Peter Simonischek in einer der Hauptrollen für den Hessischen Filmpreis. Den haben sie nicht bekommen, aber viel wichtiger, den Publikumspreis beim Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen. Der ist viel wichtiger. Im Januar startet dann der Film. Und wir werden jetzt gleich über die Filme reden, die Arthur Brauner am wichtigsten waren. Sowohl die, die von ihm selbst verstanden, die er am liebsten gesehen hat, als auch die aus der Filmgeschichte. Und das Tollste ist, das mussten wir nicht selber aussuchen, jetzt so im Nachhinein, sondern wir haben ein Fax damals aus dem Jahr 1990 wiedergefunden, wo er die 10 Titel, die ihm am meisten am Herzen lagen, aus der Filmgeschichte schon benannt hatte. Wir haben damals eine Reihe gemacht und machen sie jetzt wieder. Begrüßen Sie bitte Alice Brauner. Willkommen. Ja, liebe Alice, du warst gerade mit uns im Archiv. Du hast das angeschaut. Wie war das? Was hast du wahrgenommen? Was haben wir da an Schätzen von deinem Vater? Also erstmal vielen, vielen Dank, dass doch noch so viele von Ihnen gekommen sind. Finde ich ganz toll. Das ist eine Riesenfreude, eine Riesenehre für meinen Vater, dass Sie hier sind, trotz Buchmesse und was es nicht alles in dieser Stadt gibt. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Das Archiv, es ist unglaublich, dass es dieses Archiv gibt, weil ganz ehrlich, wann immer wir Rechtsstreitigkeiten haben und Sie können sich gar nicht vorstellen, dass die letzte Rechtsstreitigkeit vorgestern ankam, Katharina Valente klagt gegen uns, weil wir angeblich zu wenig Geld bezahlt haben vor 60 Jahren. Wann immer solche Rechtsstreitigkeiten auftauchen, brauchen wir das Archiv, weil da unsere ganzen Verträge lagern, zum Beispiel ganz viele Fotos. Also wir, bei uns, mein Vater hat da irgendwie nicht so viel Acht drauf gegeben. In den Filmstudios hatten wir öfter Wasserschäden, Brandschäden und es ist sowieso schon sehr viel an Originalplakaten, an Originalkostümen kaputt gegangen und deshalb bin ich sehr dankbar, dass das bei Ihnen alles so wunderbar, ordentlich, sauber, gekühlt lagert. Vielen Dank. Ja, wir sind dankbar, dass wir diese Schätze hier haben dürfen und das ja auch immer wieder aufbereiten. Sie finden ja auch einiges in unseren Ausstellungen. Oben in der Dauerausstellung ist zum Beispiel eine schöne Kamera auf einem Dolly dann auch von euch aus den 60ern. Das ist auch ganz toll. Genau, also wir wollen heute so ein bisschen reden, erstmal 30 Minuten unter uns hier, bevor wir dann die Ratten schauen. Und nach dem Film haben Sie dann auch Gelegenheit, Fragen zu stellen, nur dass Sie den Rahmen wissen. Und ja, mich würde natürlich interessieren erstmal, wie kann man sich das vorstellen? Da ist der größte deutsche Filmproduzent, den wir kennen, und das ist dein Vater. Und dann wächst man da auf und wie ist da die Filmsozialisation? Wie guckt man Filme? Hast du Erinnerungen an deine ersten Filme mit ihm? Also erstmal muss ich Ihnen sagen,
Es ist immer noch schwer, über ihn zu sprechen, weil es ist sehr unerwartet gestorben. Auch wenn man bei jemandem sagt, der fast 101 ist, kann ja immer passieren. Also er war noch voller Leben und er wollte noch einen Film machen. Und ich habe ihm geschworen, dass ich den letzten Film, den er machen wollte, Der Mann, der Hitler besiegte, wird er heißen, eine wahre Geschichte, dass wir den noch machen werden. Aber er war wirklich noch, wir haben noch telefoniert. Unser Film, der jetzt am 4. Dezember hier Premiere haben wird, Crescendo, der hat in München Premiere und da hat mein Vater mich noch angerufen und meinte, Mann, viel Glück, aber hast du auch schon Peter Simonischek für den neuen Film klar gemacht? Hast du schon einen Vertrag gemacht? Hast du schon die Serviette rausgeholt? Und ich meinte, ja, haben wir alles gemacht. Also es kam sehr, sehr unerwartet. Wie bin ich aufgewachsen? Also ich erinnere mich an meinen ersten Film, dafür bin ich meinem Vater heute noch böse, hat er mich mit 5 Jahren den Rotschnitt von Das Geheimnis des gelben Grabes sehen lassen. Der schlechteste Horrorfilm aller Zeiten. Und ich war 5 Jahre alt und das war irgendwie so eine italienische Bananenproduktion. Und also wirklich schrecklich. Und ja, wir haben ein Kino zu Hause gehabt und da gab es ja noch keinen Beamer und keine DVDs. Wir hatten also einen Vorführer, Herr Gruhr, und den mochte ich sehr, sehr gerne, aber der musste halt immer angerufen werden. Wir hatten also einen Vorführraum und er hat dann immer die 35mm Kopien gewechselt. Ich wollte gerade sagen, ihn musst du ja extra kommen lassen. Der ist immer gekommen. Wir haben jeden Kindergeburtstag im Hause Brauner. Alle, ich hatte wirklich die meisten Freunde auf der Welt, weil an jedem Kindergeburtstag wurde immer ein Winnetou-Film gezeigt oder ein Mabuse-Film und die haben es geliebt bei uns im Kino. Das war wirklich was ganz Besonderes. Ich meine, heute glaubt es ja keiner mehr in DVD und Netflix und Videozeiten, aber als ich 6 Jahre alt war, gab es das halt echt alles noch nicht und wir hatten halt als einzige das Kino zu Hause, wo mein Vater auch immer die Rohschnitte gesehen hat und das war toll. Ja, wie wird man sozialisiert? Ich kann mich erinnern, dass wirklich die größten Schauspieler bei uns ein- und ausgegangen sind. Teilweise war ich noch in seiner Hochphase ja viel zu klein oder noch nicht auf der Welt. Als Kind, da ist man auch wahnsinnig nervös wahrscheinlich. Ja, was heißt nervös? Also das war, ja, also unsere Haushälterin hat irgendwie Cary Grant vor der Tür stehen lassen. Macht man so. Was wollen Sie denn hier? Wer, Cari, was? Also wirklich so. Also sind auch die Geschichten, die meine Mama mir auch immer erzählt hat. Lex Barker musste sie immer tonnenweise irgendwie Steaks machen für ihn und so. Also so sind wir groß geworden. Und natürlich, als ich dann älter wurde, also Kirk Douglas ist auch bei uns zu Hause gewesen. Es gab eine sehr enge Verbindung durch das Jüdische zwischen Kirk Douglas und meinem Vater. Und die haben sich auch immer gegenseitig zu den ganzen Bar Mitzvahen und so eingeladen. Das wäre sehr schön. Er hat den letzten Film mit Romy Schneider gemacht, Die Spaziergängerin von Sanssouci. Und da war Romy Schneider bei uns zu Hause und da hat man natürlich schon den Zustand gemerkt. Ihr Sohn war ja mit uns im jüdischen Kindergarten in Berlin für mehrere Jahre. Und da hat man schon gemerkt, also dass der Zustand schon, kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich daran denke, wirklich katastrophal war. Und das, da weiß ich nicht, wie alt ich war, 15, 13, 14, 15, 16. Und das sind alles Erinnerungen, die haben natürlich, die hat uns mein Vater gegeben und ich bin mit Filmen wirklich groß geworden. Aber was meine Mutter uns immer beigebracht hat, ich habe einen Dokumentarfilm über ihn gemacht, Marina Mabuse Morituri, haben wir auf dem Goiz-Festival gezeigt, da hat sie es auch gesagt. Sie hat immer versucht, ihre Kinder davor zu beschützen, in die Fußstapfen eines so großen Mannes zu treten, damit keine Schattenproblematik zwischen uns entsteht, weil sie wissen ja, es gibt so und so viele Kinder, die schon Selbstmord gemacht haben, berühmter Eltern. Das wollte sie nie und deshalb ist nie jemand wirklich nah von uns an den Film rangeführt worden. Klar sind wir mit Drehbüchern und mit Schauspielern und mit Herstellungskosten und so weiter groß geworden. Die Privatsekretärin von meinem Vater hat uns immer zum Reiten ausgeführt. Wir sind aber, keiner wurde so nah rangeführt, dass er wirklich unmittelbar immer damit zu tun hatte, weil meine Mutter wirklich versucht hat, uns davor zu beschützen. Und ich habe ja auch eine journalistische Ausbildung gemacht und war Moderatorin. Also ich hätte es auch nie gemacht, wenn mein Vater nicht selber zu mir gekommen hätte und gesagt hat, du kannst jetzt nicht alles das, was ich aufgebaut habe, untergehen lassen. Sonst hätte ich es nie gemacht, weil ich sage es immer wieder, es gibt nur 2 Meinungen im Leben meines Vaters. Was gab sie? Seine und die falsche. Und wenn sie mit so jemandem zusammenarbeiten, dann können sie sich eine Kugel in den Kopf schießen, ja. Jetzt bist du selbst in dieser Position und es ist natürlich quasi, man hat 2 unterschiedliche Welten des Filmproduzierens ja auch erlebt. Er war noch derjenige, der innerhalb von 2 Minuten Daumen hoch, Daumen runter sagen konnte, wir machen das jetzt und theoretisch kann morgen die Arbeit anfangen. Das ist ja heute ein komplett anderes Arbeiten. Das ist schlimm, da hat er auch zu mir noch gesagt, was machst du da? Ich in deinem Alter habe 18 Filme pro Jahr gemacht.
18 Filme, weil er irgendwie mit der Verleihchefin von der Gloria geflirtet hat, Else Kubaschewski. Die hat ihm dann immer die nötigen Minimumgarantien rübergeworfen, das gibt es heute nicht mehr. Das heißt, wir brauchen Jahre, um wirklich, natürlich entwickeln wir mehrere Projekte gleichzeitig, aber wir brauchen wirklich Jahre, um es auf den Weg zu bringen. Es ist so bürokratisch geworden. Kein Mensch, der mit Filmen nicht wirklich zu tun hat, weiß eigentlich, wie viel Bürokratie dahinter steckt. Ja? Dieses Anträge stellen für Förder, ich bin froh, dass es Fördergelder gibt, sonst wäre es sowieso ganz schwierig. Es wäre vielleicht anders, wenn wir in Deutschland eine Quote hätten wie in Frankreich, wo 50% der Filme im französischen Kino französische Produktionen sein müssten. Vielleicht bräuchte dann der deutsche Film auch keine Förderung, ehrlich gesagt. Aber so geht's, so haben wir wirklich Schwierigkeiten, weil wir, es starten ja mittlerweile fast 800 Kino im Jahr in den Kinos. Wer soll denn das alles sehen, ja? Und das schwinden ja auch innerhalb von einer Woche meistens. Innerhalb von einer Woche, das ist so schwierig. Und auch Fernsehproduktionen, also immer mehr Produzenten teilen sich den immer kleiner werdenden Kuchen, auch wenn wir jetzt andere Zeiten haben, mit Netflix und Amazon und so, aber die gehen meistens auf die großen Produktionsfirmen. Unabhängige Produktionsfirmen wie unsere, wirklich vollkommen unabhängige Produktionsfirmen, gibt es nur noch ganz wenige. Produktionsfirmen, die nicht von einem Patriarchen wie mein Vater geleitet werden, sondern auch noch von einer Frau, glauben Sie mir, Katastrophe. Ich weiß nicht, warum ich doch hier sitzen kann. Es ist so schwer. Es ist so schwer, doch wirklich. Also es ist wirklich, aber wir kämpfen weiter. Das habe ich auch von meinem Vater gelernt, das ist gar keine Frage. Aber es ist nicht einfach. Und das habe ich auch meinem Vater immer versucht zu erklären. Und mein Vater hatte auch den Vorteil, dass ihm meine Mutter den Rücken mit allem freigehalten hat. Also meine Mutter war wirklich Mutter Teresa und eine Heilige für mich. Und ohne meine Mutter hätte er es auch niemals so weit geschafft. Auch wenn er ein Genie war, trotzdem. Ja, das muss man wirklich sagen. Während ich zumindest bis meine Kinder dann 18 waren, auch wirklich immer Mutter war in erster Linie, war mir sehr wichtig und da kann man halt nicht so viel arbeiten, wie man gerne arbeiten würde. Jetzt merken wir, wie es anzieht, also ich kann es hier verkünden, obwohl es noch nicht öffentlich ist, aber ich arbeite seit 4 Jahren an einem Remake von einer Babuse-Serie mit englischen Co-Produzenten und es wird auch für Sky entstehen, Sky Atlantic wird aber auch für Sky Deutschland zu sehen sein. Also jetzt kommen Fruchten langsam all die Sachen, die wir über Jahre lang aufgebaut haben. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass mein Vater das noch erlebt. Aber das ist jetzt leider nicht der Fall, ja. Also wir kriegen schon Gänsehaut, wenn wir das hören, dass ja, da ja, das wird ganz aus eurem Hause kommt. Ja, aber Mabuse, also ich bin minoritäre Co-Produzentin, die Engländer machen das. Aber ein Drittel wird aus Deutschland passieren, ein Drittel wird bei uns im Studio gedreht voraussichtlich und ein Drittel wird auch ein deutscher Regisseur oder Regisseurin übernehmen, genauso wie ein deutscher Autorin im Writers Room sitzen wird. Bevor wir auf die Filme kommen, Studio ist das Stichwort, ich habe es gerade auch erwähnt, du hast die wiederbelebt, die großen Ateliers in Spandau. Was war denn da die Herausforderung und warum ist das gerade heute so wichtig aus deiner Sicht? Ja, ich würde jetzt so theoretisch, nicht? Ich hätte es gerne allen gezeigt. Ja, also es war so, dass wir haben ja ein Studiogelände von mehreren, also 12.000 Quadratmeter, jetzt sind es 16.000, weil ich der Stadt Berlin noch ein Grundstück abquatschen konnte, aber auch noch Baurecht. Mein Vater hat wirklich Jahrzehnte nichts an den Studios gemacht und wir haben sehr lange gestritten vor 4 Jahren, weil er wollte es verkaufen. Spandau entwickelt sich zum Bezirk direkt an der Havel mit einer schönen Wohnfläche. Überall werden Wohnungen gebraucht und dann meinte ich, das ist der totale Wahnsinn, das ist die Keimzelle von allem gewesen. Das kannst du nicht aufgeben. Nein, das 70er Jahre hatte ich schon die Probleme und so sage ich, du hast es damals nicht verkauft, Papi, lass, gib mir die Chance. Nein, du kriegst kein Geld, ich brauche kein Geld, wir machen das aus den laufenden Einnahmen. Und wir haben tatsächlich vor 4 Jahren saniert und haben vor 4 Jahren gleich nach der Sanierung die erste deutsche Netflix-Serie reinbekommen. Dark wurde komplett bei uns gedreht in der ersten Staffel. Und Kudamm, jetzt wird gerade von X-Film eine Serie für Netflix gedreht. Queen's Gambit, dann kommt Kudamm die 3. Staffel, können Sie sich schon freuen. Kudamm 63 wird die heißen. Also wir sind bis 2020 komplett ausgebucht, bis Mai, dann nochmal im September. Es hat sich wahnsinnig rentiert, weil wir eine sehr zentrale Lage haben in Berlin. Ach so, und dann habe ich noch riesengroß mit der Stadt gestritten, weil ich wollte, die Studios hatten keine Eingangshalle und ich dachte, warum soll Universal und alle so eine tolle Eingangsportale haben wir nicht? Und dann haben wir jetzt ein riesen Eingangsportal, sieht aus wie Hollywood, Sie müssen nach Berlin kommen, ich lade Sie ein. Jawohl, so ein riesen Hollywood-Portal gebraucht und ich brauchte 1,5 Jahre, bis die Stadt Berlin überzeugt war, dass wir es bauen dürfen, also für die Baugenehmigung. Total bekloppt. Jetzt fahren Sie da lang und dann leuchtet dann auch CCC Filmstudios, Film Atelier Haselhorst, ganz groß in der Nacht und ich würde sagen, alle sind jetzt
jetzt ziemlich zufrieden, aber wir müssen sukzessive, also ich brauche noch neue Elektroschalttafeln, also wir müssen sukzessive das Geld, was wir einnehmen, auch wieder noch reinstecken. Also ich brauche noch bestimmt 1,5 Jahre, bis es dann vollständig durchsaniert ist. Aber ich musste solche Serien wie, das müssen Sie sich mal vorstellen, wie Kinder vom Bahnhof Zoo, sollte zeitgleich gedreht werden mit Kudamm, musste ich absagen, so viel Platz haben wir nicht. Jetzt wird wie Kinder vom Bahnhof Zoo, eine Ur-Berliner Geschichte, in Prag gedreht, haha. Also das ist Wahnsinn. Ich könnte jetzt tatsächlich nochmal 3 weitere Hallen bauen und die werden auch immer dicht. Weil wir natürlich auch den Vorteil haben gegenüber Babelsberg, und das hat mir wirklich mein Vater beigebracht, halte die Fixkosten immer so gering wie möglich. Ich kann also Studie auch zur Not ein halbes Jahr leer stehen lassen, während Babelsberg hat 100 Festangestellte und die müssen auch bezahlt werden. Das heißt, Babelsberg ist wirklich, die haben 20 Hallen, wir haben 3 große, 3,5 große Ateliers und die müssen wirklich dauerhaft gefüllt sein und sind viel, 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 viel teurer als wir. Ich glaube fast 10-mal teurer. Und deshalb kommen auch die Leute immer wieder gerne zu uns. Und da hat mein Vater wirklich in den letzten Wochen zum ersten Mal in seinem Leben, hat er sonst nicht über die Lippen gebracht, ne? Hat er schon gesagt, jetzt ist er mal stolz auf mich. Hurra. Wow. Das war das sehr schön. Problem. Da kann man auch mal applaudieren nochmal. Oh, was für eine Powerfrau, toll. Toll, was du alles auf die Beine stellst. Also wir haben hier Filme. Jetzt in diesem Monat. Die zeigen wir schon seit Anfang des Monats. Es sind die Filme, die Ihnen am meisten geprägt und beeinflusst haben auf der einen Seite. Das sind 5 genau von diesen 10, die damals da waren. Die hast du dann eben ausgesucht und nochmal eben 4 on top, die dann eben von ihm selber produziert worden sind. Und ja, ich würde ganz gerne mal anfangen, weil du hast gesagt, da fehlt eigentlich einer. Und zwar Fritz Lang hätte eigentlich dabei sein müssen. Ja, ich, genau. Also das war, ich kann ja auch wirklich nur, ich weiß gar nicht, die Liste habe ich ja dann auch später bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich zu jedem Film was sagen kann. Denn ich weiß nur, dass er Fritz Lang extrem bewundert hat. Metropolis war für ihn der Film der Filme. Das war für ihn total faszinierend. Mich wundert, dass das tatsächlich nicht auf der Liste ist, weil das, also Fritz Lang war für ihn wirklich... der Allergrößte, und als Fritz Lang dann für ihn, für uns, für die CCC den Tiger von Eschnapur und das Indische Grabmal gedreht hat und die Kritiken dann so schlecht war, hat er wirklich richtig... Die 1000 Augen des Mabuse. Und die 1000 Augen des Mabuse, aber bei den beiden Indien-Filmen waren die Kritiken halt sehr, sehr schlecht. Das hat ihn richtig persönlich mitgenommen, dass mit jemand wie Fritz Lang so umgegangen wird. Metropolis war für ihn wirklich, das war seine Kindheit und also davon hat er immer gesprochen, genauso wie auch deshalb hat er überhaupt angefangen, Filme zu machen, Jenny Weißmüller als Tarzan. Er hat sich auch immer vor den Spiegel gestellt. Also es war sein Held in der Kindheit. Und das fand er toll, aber das war ihm wahrscheinlich zu unangenehm, das anzugeben. Verstehe. Sehr gut. Nee, wir haben 2 Filme, die dann auch genau aus der Zeit sind, wo er die Studios gegründet hat. Von 45 und von 46 sind 2 Filme. Der eine ist Kinder des Olymp. Marcel Carnet, der ganz berühmte französische Film, der schon in den Enden des Kriegswirren gedreht worden ist. Und ja, ein Meisterwerk der Filmgeschichte ist, absolut. Mit einem ganz tollen Ensemble, auch das vielleicht ganz spannend. Und parallel dann aus den USA, die besten Jahre unseres Lebens, the best years of our lives. William Wyler hat ihn gedreht. Wir haben ihn jetzt einmal schon gezeigt, er läuft auch nochmal jetzt in diesem Monat, wo 3 Veteranen dann in ihre Kleinstadt in der USA zurückkehren und dann da völlig fremd daherkommen. Dieses Fremdsein und zurück in die Heimat, das ist ein Thema, was ihn in vielen Filmen bewegt hat, auch die er genannt hat, die wir gar nicht dabei haben. Ist das was, wo du sagst, das waren auch die Filme, die ihn am meisten berührt haben, wenn er sie gesehen hat? Nein, interessanterweise muss ich sagen, ich habe die Liste gesehen. Wir haben über die meisten Filme nicht gesprochen. Ich glaube, auf der Liste ist ja auch mal die Kraniche ziehen und das ist eigentlich der Lieblingsfilm meiner Mutter gewesen. Wenn ich ganz ehrlich sein muss, also hat mein Vater unten im Keller, seitdem es Beamer gibt, sein Fahrrad, auf dem er mal Sport gemacht hat. Und da hat er sich immer auf seiner Leinwand Filme angeguckt, aber es waren immer seine eigenen. Insofern kann ich gar nicht sagen, was ihn tatsächlich bei Metropolis weiß ich das, ich weiß es bei Tarzan, ich weiß es beim Golem, beim alten Golem, beim Paul Wegener Golem. Mhm. Das hat ihn wirklich sehr beeindruckt, das hat ihn sehr geprägt. Und hier hat er vielleicht gerade eine Phase gehabt, wo ihn diese Filme beschäftigt haben. Wir haben aber über diese Filme direkt nicht gesprochen. Das Fremdsein, natürlich, das Fremdsein, klar, dass er ja natürlich auch große Regisseure aus dem Exil geholt hat, wieder zurück nach Hause, Robert Zsiodmak, die Ratten, das hat ihn immer beschäftigt, die ganze Zeit. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht zum Schluss, in der ganzen Zeit, in den letzten Jahren,
haben wir oft darüber gesprochen, als was er sich eigentlich fühlt. Ich meine, er ist als Pole geboren und er hat aber die größte Zeit seines Lebens in Deutschland verbracht, hat aber festgestellt, dass sich nach der Wende schon irgendwas geändert hat. Und ich würde mal sagen, im letzten Jahr wollte er gar nicht mehr in Deutschland leben. Ja. Das heißt, wie hätte er die Heimatfrage beantwortet? Gar nicht? Oder? Nein, ich glaube, die hätte er wirklich nicht mehr beantworten können. Das war ganz, also gerade so im letzten ein, zwei Jahren, da hat er auch zum ersten Mal nicht anonym antisemitische Briefe bekommen, was er vorher so nie bekommen hat. In den 80er Jahren mal, als Israel gegen die Palästinenser vorgegangen ist und es diese Flüchtlingslager gab, da gab es Briefe, aber ansonsten kann ich mich an nichts erinnern. Und jetzt kam wirklich in den letzten anderthalb Jahren tatsächlich nicht anonyme Briefe, die bei uns zu Hause im Briefkasten gesteckt wurden. Und das, wenn man sich überlegt, man will ja jetzt wirklich nicht über Haller sprechen, aber wenn man sich überlegt, dass er 24 oder sagen wir jetzt mit Crescendo, dass wir 25, ich nochmal 3 oder 4 gemacht habe, die den Opfern des Holocausts gewidmet sind und der Verständigung. Und dann sehen sie, dass 81 Jahre später wieder Synagogen zu brennen drohen. Dann fragen sie sich, wofür haben sie das alles gemacht? Ja, das ist echt der Wahnsinn. Das ist die Frage, die er sich auch, Haller hat da nicht mitbekommen, aber genug anderes. Das ist das, was er sich, also die Frage, die er sich gestellt hat, weshalb er auch wirklich sich selbst irgendwann wieder fremd in dem Land gefühlt hat, in dem er eigentlich nach seiner eigenen Entscheidung nach dem Krieg hergekommen ist, um zu zeigen, was passiert ist, um daran zu erinnern, ich kann dieses nie wieder gar nicht mehr hören, weil es ist auch schon so verbraucht, aber dass solche Dinge nicht mehr passieren. Und ich glaube, wenn er jetzt Halle mitbekommen hätte, das hätte ihn, also wenn er dann nicht vorher gestorben wäre, wäre es wahrscheinlich dann passiert, ja. Hat er denn darüber geredet, warum er denn ausgerechnet sich für Berlin dann wieder entschieden hat, 46? Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Er kam, also seine Eltern waren in Heidenheim und er hat gesagt, die sollen nach Berlin kommen, die waren im Displaced Person Camp und er hat in Berlin eine Wohnung, also ist von Stettin nach Berlin gekommen, wie alle, die verstreut waren, irgendwie irgendwo gelandet sind. Er ist in Berlin gelandet und hat hier sehr schnell eine Wohnung bekommen und hat auch gesagt, dass die Eltern aus Heidenheim nach Berlin kommen sollen. Und dann war er schon so filmfanatisch, dass er im Prinzip schon 46 die erste Lizenz bekommen hat, um einen Film zu drehen. Er eigentlich hat die ganze Familie darauf gewartet, 48, also eigentlich nach Israel auswandern zu können, aber Israel wurde erst 48 Israel, da hat er schon die Filme gemacht. Der Rest der Familie ist tatsächlich nicht nach Israel gegangen, bis auf noch einen Bruder, sind alle weggegangen, wollten nicht in Deutschland bleiben. Ja, darüber könnten wir wahrscheinlich auch eine ganze Stunde reden, aber wir bleiben vielleicht mal tatsächlich ein bisschen bei den Filmen, weil was ich auch spannend finde, diese Anfangsphase gerade, da gab es ja ganz viele Strömungen auch international. Ich meine, wir haben den Neorealismus in Italien, wir haben den poetischen Realismus in Frankreich eben, wo auch Kinder des Olymp eine große Rolle spielt. Gleichzeitig beginnen in Deutschland dann sukzessive die Heimatfilme, die diesen Eskapismus geprägt haben, und er hat ja irgendwann versucht, gefühlt ein bisschen alles zu bedienen. Also war ja nicht festlegbar in dieser Form. Gerade mit Morituri war ja dann ein Film, der sich komplett anders orientiert hat als jetzt seine anderen in dieser Anfangszeit. Naja, nee, der Sinn der Sache war tatsächlich so, dass er mit der Co-Produktion, die er davor gemacht hat, um Geld zu verdienen, unbedingt tatsächlich Morituri machen wollte, um das war sein Anliegen, um zu zeigen, was für eine barbaren Schreckensherrschaft im sogenannten tausendjährigen Reich geherrscht hat. Und als Morituri dann aber tatsächlich so ein Misserfolg war und die Vitrinen, in denen ja früher immer die Fotos hingen, die Vitrinen eingeschlagen wurden, hat er gesagt, nein, also das ist nichts, das bringt nichts, das kann ich nicht machen, weil sonst gehen wir pleite, was habe ich davon? Ich muss jetzt also erstmal den Eskapismus bedienen. Das heißt, die Leute, und daher auch, wir haben ja auch einen Film von ihm in der Reihe, Du bist Musik. Also er wollte ja, das weiß auch, weiß nicht, ob sie es wissen oder wie weit sie sich beschäftigt haben, er wollte immer Opernsänger werden. Gott sei Dank ist das nicht geworden, sonst wären wir verhungert. Sang er denn privat für euch? Er sang immer. kommt auch in unserer Dokumentation, er hat sogar komponiert. Also er wollte eigentlich Komponist werden, aber dann hat er mal erzählt, Opernsänger. Er ist auch in Berlin in der Bar Jeder Vernunft aufgetreten, hat gesungen. Haben die nur einmal gemacht, was war ein bisschen schief. aber tatsächlich war Musik für ihn im Film das Wichtigste. Und deshalb diese ganzen, also ich finde, Du bist Musik auch ein toller Film. Den hast du ja ausgewählt. Und weil er ihn aber auch liebte, weil Musik für ihn eben, wie gesagt, eine ganz große zentrale Rolle in seinem Leben gespielt hat, er hat immer Musik gehört. Und nicht nur die klassische Musik, sondern auch, kennt jemand noch von Ihnen, Susi Quattro?
Und so, ja, ja, genau. Er hat immer auch Susi Quattro gehört. Also er hat alles gehört, querbeet durch das war für ihn wirklich eine ganz entscheidende Sache. Und ich hab mich wahnsinnig darüber geärgert. Ich habe es auch in der Dokumentation, wir haben es natürlich auch erklären müssen, dass später das Oberhausener Manifest gekommen ist. Sie wissen, mit den ganzen Alexander Kluges und so weiter. Und die dann alle gesagt haben: Ja, Papas altes Kino oder Opas altes Kino, Kino ist ja alles nur oberflächlich. Keiner kann heute beurteilen, oder viele außer Filmkenner, wie schwer es war, einen Musikfilm zu machen, der sie unterhalten hat, der sie amüsiert hat, an dem sie sich gefreut haben und der sie aus dieser dunklen, grauen Zeit herausgeholt hat. Das haben die alle nicht gesehen. Heute haben sich alle meinem Vater entschuldigt, dass sie ihn dafür kritisiert haben. Und deshalb hat er mit dem Geld und mit dem Erfolg, das ist ja bekannt, tatsächlich dann wieder Zeugin aus der Hölle und so die Holocaust-Filme gemacht, die er machen wollte. Es war ja auch interessanterweise die erfolgreichste Zeit des deutschen Kinos, ja. Mitte der 50er. Also wenn wir da die Besucherzahlen uns anschauen, das ist unglaublich. Also gerade auch, was diese Filme, du bist Musik ausgewählt, ganz konkret, Katharina Valente in der Hauptrolle, Paul Hubschmidt auch dazu, ganz schwungvolle Revue, Verwechslungen natürlich, es geht immer um Liebe. Das haben deine Eltern gerne privat dann auch mal geguckt, hast du erzählt. Ne? Total, also das war für sie, mein Vater immer auf seinem Fahrrad und dann immer mitgesungen. So, das habe ich gleich gewusst, dass du mir gut sein musst und so, das kommt aus dem Film. Und er hat Katharina Valente wirklich vergöttert und ihr Talent und Paul Hubschmidt, er wollte immer, dass Katharina Valente und Peter Alexander zusammenspielen, aber irgendwie, die haben halt zusammengespielt, aber irgendwie, das hat irgendwie nicht gematcht oder die wollten nicht so richtig miteinander, wie auch immer. Oder die Frau von Alexander konnte den Manager von Valente nicht ausstehen. Also irgendwie waren das dann immer solche Geschichten, aber ansonsten war das ja auch tatsächlich so, selbst wenn wir unseren Kindern die Filme heute noch zeigen, amüsieren sie sich. Und was macht ein Klassiker aus, dass er auch über 60 Jahre noch unterhalten kann und schön ist und Spaß macht? Und also glauben Sie mir, ich finde, du bist Musik echt besser als Coco Vin oder sowas. Man hat Freude und man lebt mit und man vergisst alle Probleme um sich rum. Und das war tatsächlich die Intention zu dieser Zeit, ja. Und mein Vater hat leider auch alles andere dann bedient, als es nicht mehr so gut war, Ende der 60er oder Anfang der 70er mit diesem ganzen komischen Lederhosenfilm oder drei Schwedinnen in Lederhosen oder was bei uns hießen, ja, bei uns hieß es dann heiße Kartoffeln und leider Gottes alles, um sozusagen dran zu bleiben, da war nicht alles prickelnd, aber ich muss es wirklich nochmal sagen, wenn man überlegt, und das finde ich toll, dass heute die Ratten gezeigt werden, wie viel großartige Literaturverfilmung er auch in den 50er Jahren gemacht hat, vor Sonnenuntergang, ja, die Ehe des Herrn Mississippi, also wie viel wirklich großartige Literaturverfilmung da war, ja, oder Teufel in Seide, Wahnsinn, also wahnsinnig für Lili Palmer, Kurt Jungs, dann, das finde ich wahnsinnig schade, dass das immer untergeht und wenn man Arthur Brauner hört, dann denkt man immer nur Mabuse und Wallace und ja, diese Musik-Tralala-Filmchen, wie man sie nennt, das sind wirklich ganz, ganz großartige Filme, gerade auch Die Ratten und wie er gekämpft hat dafür, dass diese Filme umgesetzt werden, das ist schon phänomenal. Und ich denke vor allen Dingen deswegen, weil er musste ja auch davon leben. Das heißt, er hatte immer versucht, vorher herauszufinden, wird das an der Kinokasse auch funktionieren? Kriege ich das so entsprechend raus? Und da spielt natürlich dann das Startum auch eine Rolle. Richtig. Er hat Stars gemacht. Wir haben schon gehört, die sind bei euch ein- und ausgegangen, aber wie lief das ab? Wie hat er mit denen verhandelt? War er da so der harte Hund oder wie ist das aus deiner Wahrnehmung gewesen? Also jetzt im Nachhinein, die ganzen Klagen, die bei mir zu Hause einrollen, gerade oder bei uns im Büro, da hat er nicht so toll verhandelt, wie ich gedacht hätte. Also jedenfalls ganz am Anfang. Gerade Katharina Valente oder auch Maria Schell. Wir sind jetzt die Ratten. Die Ratten ist die härteste Geschichte. Also deshalb erzähl es mal zu den Ratten, weil wir dann wahrscheinlich sowieso bald den Film anfangen. Also bei den Ratten war es tatsächlich so, er hat das Stück mit meiner Mutter im Schlossparktheater gesehen und als Theaterstück, ja, Gerhard Hauptmann und ja, also er fand es so bedingt gut, aber meine Mutter fand es sensationell und hat wirklich geweint und meinte, mein Gott und so. Da meinte er, was heulst du, Maria? Ja, beste Ehefrau der Welt, hat er mal gesagt. Und was heulst du so? Und dann hat sie gesagt, ja, du als Mann, du verstehst das nicht. Die eine Frau darf das Kind nicht behalten und die andere kann keins kriegen. Sie kennen, ich weiß nicht, wie sehr sie den Film kennen, also es ist ja eine sehr, sehr schwierige Geschichte und ich als Frau, die ich Mutter bin, ich leide so mit. Und dann hat er gesagt, alles klar,
Wenn meine Frau so weint und hat sich dann auch noch im Theaterpublikum umgeguckt und hat gesehen, da sind auch andere Frauen, die weinen, dann ist das ein guter Stoff. Und dann hat er sich sofort mit dem Verlag in Verbindung gesetzt und hat das auch in seinem Buch, ja, das müssen Sie wirklich nochmal lesen, da sind nämlich die ganzen Filmgeschichten drin, obwohl es, also es gibt es ja nicht mehr eine Neuauflage, aber das kriegt man wahrscheinlich noch bei Amazon. Da hat er tatsächlich 60.000 D-Mark als Option für den Stoff bezahlt und dachte, er hält jetzt Gold in den Händen. Und ist dann losgefahren und wollte unbedingt Maria Schell haben für die Hauptrolle. Und Maria Schell meinte, Atze, du hast einen Knall. Ich spiele dir das nicht. Also jeder will mich sehen, so als schöne Frau. Und ja, die, wie hat man sie mal genannt? Die Maria Schell, diese lächelnde, nette, sympathische, Sie wissen schon. Und hier spiele ich dann irgend so ein proletarisches Kindermädchen oder so. Kommt überhaupt nicht in Frage. Mit Akzent. Mit Akzent, genau. Und er musste wirklich 20 Mal mit seinem VW Käfer oder den er da hatte, nach München fahren. Teilweise ist Benzin ausgegangen, er musste den Berg hochschieben und so, was er uns alles erzählt hat. Ja, also er musste wirklich 20 Mal zu ihr fahren, um sie davon zu überzeugen, dass sie bitte diese Rolle spielt. Ja, und es war sehr, sehr schwer. Und dann hat er Kurt Jürgens gefragt. Maria Schell hat immer noch nicht ja gesagt. Dann hat er Gustav Knuth gefragt, der hat ja gesagt. Dann hat Kurt Jürgens gesagt, tolle Rolle, die spiele ich sogar umsonst. War natürlich nicht so. Nicht gemacht. Ne? Und Heidemarie Hatter war auch gleich sehr, sehr begeistert. Und immer noch nicht Maria Schell. Und also wirklich, er musste überzeugen und hat sie dann erst überzeugt. Und jetzt komme ich dazu, warum ich jetzt leide darunter. Weil tatsächlich er ihr 33,1% der Einnahmen versprochen hat. Zugesagt, vertraglich. Das ist der Tod für uns, weil wir jetzt immer noch nachzahlen müssen, wenn wir den Film verkaufen. Also bei Maria, die Maria Schell-Erben haben sich noch nicht gemeldet, aber das gleiche hat er bei Katharina Valente gemacht, weshalb die sich noch meldet. Und das ist natürlich wirklich hart. Also wahrscheinlich hat er nicht in die Zukunft gedacht. Ich wundere mich, dass mein Vater so verhandelt hat. Ich habe ihn nur ganz anders kennengelernt, viel härter. Aber er wollte sie unbedingt haben. Tatsächlich hat sie dann gespielt und dann hat er keinen Verleih für den Film bekommen. Der Film hat 2 Millionen Mark gekostet damals und er ist wirklich sage und schreibe zu 17 Verleihern gegangen und die meinten zu ihm, habe ich dir vorhin noch erzählt, die meinten zu ihm, also ein Titel wie die Ratten, also wenn der Film wenigstens Babys zu verkaufen oder Krieg der Mütter oder so heißen würde, aber wer soll denn in einen Film gehen, der die Ratten heißt, die Vereinigung der Kammerjäger oder wer? Und es war sehr schwer, einen Verleih zu bekommen und dann hat er tatsächlich mit dem Herzog-Filmverleih, mit dem er schon einiges gemacht hatte, gesprochen und der hat dann gesagt, also wenn, oder mein Vater hat ihm angeboten, auf 1/3 der Minimumgarantie zu verzichten. Das hat dann auch funktioniert. Und dann ist der Film tatsächlich ein Monstererfolg auf der Berlinale geworden. Der hat den Goldenen Bären gewonnen und hat Bombenkritiken bekommen und ist auch international extrem gut verkauft worden. Und dann ging Maria Schell zu ihm und meinte, na, Atze, habe ich dir doch gleich gesagt. Sehr gut. Klassiker, Klassiker. Aber ich liebe diesen Film über alles und wir haben ihn auch deshalb digitalisieren lassen in bester Form. Genau. Wir haben ihn wirklich überarbeiten lassen. Es kostet immer zwischen, glauben Sie mir, 25.000 und 40.000 Euro, so einen Film digitalisieren zu lassen. Aber das ist ein Meisterwerk. Also ich habe den schon 12 Mal gesehen. Das ist ein absolutes Meisterwerk und da hat mein Vater so viel Gespür bewiesen und war auch mit der Besetzung, mit dem Caster absolut richtig und alles bei uns im Studio gedreht, wirklich in den Hallen, die heute noch existieren, weshalb ich auch wirklich wollte, dass die Studios weiter existieren. Das ist Geschichte, das atmet Geschichte. Wenn Sie mal in Berlin sind, melden Sie sich bei mir und ich fahre mit Ihnen raus und zeige Ihnen das. Das ist wirklich Geschichte und das macht mich sehr stolz, dass wir das weiterführen können. Und wir sind sehr glücklich, dass du genau diesen Film für den heutigen Abend ausgewählt hast. Wir zeigen ihn in diesem frisch restaurierten digitalen DCP in bester Qualität. Gucken uns das an. Nach dem Film sind wir wieder da. Und jetzt sagen wir schon mal vielen herzlichen Dank für die tollen Einblicke und das Gespräch. Alice Brauner, Dankeschön. Film ab. Ja, ein intensiver Film. Komm ruhig nach vorne zu uns. Und was für ein toller Ensemblefilm. Also ich meine, das sind ja wirklich die Crème de la Crème der damaligen Darsteller gewesen, bis in die Nebenrollen, wenn wir Gustav Knuth gerade zum Beispiel noch sehen oder auch einen Fritz Raymond in einer kleinen Rolle. Dieses Ensemble zusammen, das war damals schon außergewöhnlich. Auch. Ja, aber das ist halt der Überzeugungskraft geschuldet, dass mein Vater wusste, so einen schweren Stoff kann er nur mit herausragenden Schauspielern machen. Und das ist ihm dann auch geglückt.
Und was ich auch interessant finde, bevor Sie Fragen stellen können, deine Mutter war ja auch dabei. Ne? Ja. Die hat Kostümberatung, ja, steht da in den Credits, ja, gemacht. Hat sie gemacht. Wie sah viele das Jahre aus? Sie hat Kostüme geliebt und sowieso Mode geliebt und hat dann tatsächlich, um es auch mit meinem Vater zusammen machen zu können, tatsächlich wirklich für ganz viele Filme, für die ersten, glaube ich, in den ersten 10 Jahren, wirklich immer Kostümberatung gemacht, also das, solange es noch ging mit nur einem Kind. Und wie kann man sich das vorstellen? Also dann, wenn die private Beziehung plötzlich auch noch in eine berufliche Beziehung übergeht? Meine Eltern haben 71 Jahre lang die größte Liebe und tollste Ehe geführt. Ich glaube, das ging ganz gut. Okay, sehr gut. Haben Sie Fragen zum Film oder generell zur Familie Brauner? Dann komme ich zu Ihnen. Ich wollte nur etwas ergänzen, eine kleine Anekdote zu Die Ratten. Es war einige Jahre nach der Wende in Berlin. Da hat Arthur Brauner im Martin-Gropius-Bau eine Kinoveranstaltung geleitet und auch moderiert. Und da wurde Die Ratten vorgestellt. Und da hat man schon gemerkt, dass da sehr sein Herz dran hängt an diesem Film. Und möglicherweise war das auch kurz nach der Restaurierung. Ja. Und auch eine tolle Atmosphäre, weil da Martin-Gropius-Bau war noch ein bisschen mehr Mauer. Also auch noch das West-Ost, was da auch eine Rolle spielt. Und also da hat man gesehen, dass sein Herz an diesem Film hängt. Ja, das wollte ich nur mal sagen. Stimmt doch. Hat die Geschichte, wie er versucht hat, Maria Schell zu überzeugen, 180.000 Mal erzählt. Immer wieder hinterhergefahren. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und ich finde, er kann auch zu Recht stolz sein auf den Film. Ich finde, der Film ist großartig. Ich war jetzt gerade ein bisschen erschrocken über das abrupte Ende, ja. Ich kenne es ja mit Abspann. Die restaurierte Fassung hat er noch nicht gesehen. Das haben wir erst vor ungefähr 4 Jahren gemacht. Weil es übrigens erst seit 2013, in Frankreich gibt es schon viel, viel länger, die Möglichkeit gibt, die Filme digitalisieren zu lassen. Und bei 250 Filmen, die mein Vater gemacht hat, jeder kostet zwischen 25.000 und 40.000 Euro. Kann sich vorstellen, dass wir das alleine nie hätten schaffen können. Gott sei Dank geben die dann Geld dazu. Aber er hat das neben den aktuellen Produktionen, muss man ja noch sagen. Neben den aktuellen Produktionen, ja, ja. Das ist echt krass. Aber es ist sehr schön, weil hätte man noch die alte Fassung gesehen mit den ganzen Rissen und Splittern. Ich habe eben schon Fehler gesehen noch. Muss ich gleich mal schimpfen mit Omnimago. Das muss man machen, sonst kann man die Filme überhaupt nicht mehr vermarkten und sonst sind die Filme nicht zu sehen. Und bei den Ratten hatten wir ein ganz großes Problem. Die 35mm-Kopien haben angefangen, haben sich zersetzt. Das nennt sich Vinegarisierungsprozess. Essig. Das heißt, der Film, genau, Essig. Das heißt, der Film wäre nicht mehr zu retten gewesen, wenn wir nicht vor 4 Jahren das digitalisiert haben lassen, hätten lassen. Und deshalb bin ich jetzt auch mit der Stiftung Deutsche Kinemathek in Berlin im Gespräch, weil wir echt wissen müssen, wie viele Filme das von uns betrifft, weil sie das Problem haben nach 60, 70 Jahren. Da zersetzt sich 35mm. Das ist verrückt, das ist traurig. Und es ist nicht selbstverständlich, dass man sich auch im Tagesgeschehen darum kümmert. Also ich finde, das ist auch mal ein Applaus wert, wenn wir schon im Filmmuseum sind, dass all diese Filme hier gerettet werden. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Das, finde ich, gehört sich so. Ja, gibt es weitere Fragen oder Kommentare von Ihrer Seite? Hab schon alles auserzählt. Glaube ich nicht. Ich komme gerne zu Ihnen dann. Ja, Sekunde. Waren Sie aufs Mikro, weil wir die Kamera mitlaufen? Die Filme an das Fernsehen zu verkaufen, auch insbesondere die Schwarz-Weiß-Filme, weil mir ja aufgefallen ist, dass von den alten deutschen Filmen ja meist nur Farbfilme noch im Fernsehen zu sehen sind. Also die ganz großen Klassiker, wie Es geschah am helllichten Tag und so, verkaufen wir noch. Natürlich nur in digitalisierter Form, das ist es halt. Ich habe es bis jetzt geschafft, von 250 Filmen 93 zu digitalisieren zu lassen, ja. Und von denen würde ich mal sagen, verkaufen wir 40 noch ganz gut. Schwarz-Weiß viel schlechter als Farbe, stimmt. Aber es gibt ja so eine Spartensender, wie zum Beispiel den Heimatkanal bei Sky. Und die sind auch noch an solchen Filmen interessiert. Also da ist es nicht so dramatisch, ob die Schwarz-Weiß oder Farbe sind. Der Stoff muss einfach stimmen zum Programm. Das ist in Ordnung. Aber Sie haben tatsächlich recht. Zum Beispiel das ZDF hat überhaupt eine neue Kaufmaxime rausgegeben seit einigen Jahren und die heißt, keine Filme, die älter sind als 2000. Das heißt, ich kann an ZDF, ich habe jetzt an Neo 12 Filme verkauft gerade, ZDF Neo. ZDF kauft unsere Filme nicht mehr. Im Moment hatten wir keine, also ich bin nicht zu einem Erfolg gekommen, außer mit Arte und ZDF Neo im Moment gar nicht. Und das, obwohl wir einige der wenigen Produktionshäuser sind, die tatsächlich
teilweise 2K, teilweise sogar schon 4K digitalisiert haben lassen. Ja, ich habe eine Frage, also erstmal ein Kommentar. Ich finde es ein Wahnsinn, diesen Film jetzt mal auf großer Leinwand gesehen zu haben, weil es ist einfach ein unglaublicher Film für diese Zeit. Also wahnsinnig beeindruckend, finde ich auch absoluter Klassiker. Was meine Frage betrifft, also es ist ein Glück, dass dieser Stoff bei der CCC gelandet ist und was Sjotmok auch daraus gemacht hat, das ist ja ein Gegenwartsstoff, der 55 noch so die nicht abgeschlossene Nachkriegszeit thematisiert, Wahnsinn. Ich weiß, dass so 54, 55 gibt es auch einige Meldungen, dass sich ein ganz anderer Regisseur, nämlich der alte Nazi Veit Harlan, auch um diesen Stoff bemüht hat. Und also man kann nur froh sein, dass der das nicht gemacht hat. In dieselbe Zeit fällt auch, dass ihr Vater den Bavaria-Ball verlassen hat, weil Veit Harlan da eingeladen war. Und ich weiß, dass Veit Harlan diesen Film auch bei der Gloria unterbringen wollte. Wissen Sie, also ich habe immer so ein bisschen gemutmaßt, dann war das vielleicht auch so ein bisschen die Ambition Ihres Vaters, diesen Stoff quasi Veit Harlan abzuluxen? Und also nein, das hat er nicht. Für ihn war es immer die Motivation, die er mir immer erzählt hatte, war tatsächlich, dass er das Theaterstück mit meiner Mutter zusammen gesehen hat und eben sie so emotional berührt war. Und wie andere Frauen wohl auch im Publikum, dass er meinte, das sei ein Stoff, der müsste unbedingt verfilmt werden. Ich kenne die Veit Harlan-Geschichte nicht, auch nicht, dass er in Bavaria Firma verlassen hat, aber es wäre ganz typisch für meinen Vater. Davon gab es viele Situationen und es war ihm auch immer ein Anliegen. Deshalb haben uns auch immer viele gefragt, warum er niemals mit Hildegard Knef gedreht hat. Es war ihm immer ein Anliegen, nur mit Menschen zu drehen, die tatsächlich sich im Nationalsozialismus einigermaßen anständig. Also einigermaßen anständig heißt zum Beispiel Heinz Rühmann. Dem hat man ja auch vorgeworfen, dass er eine jüdische Frau hatte. Die war tatsächlich, die hat er weggeschickt, aber er hat immer für sie gesorgt. Also er hat sie immer unterstützt. Das war von meinem Vater akzeptabel. Hildegard Knef war im Alter von 17 Jahren mit einem schweren Nazi zusammen. Einem vollkommen überzeugten Nazi. Und mein Vater wollte niemals mit ihr arbeiten. Aus dem Grund, weil sie sich niemals davon distanziert hat. Ich meine, mit 17 ist man noch jung, aber sie hat ja später irgendwann mal sagen können, wollte sie nicht. Also da hat er schon drauf geachtet. Ich habe aber durch das Filmmuseum Frankfurt oder durch die Archivarbeit gelernt, dass es auch mal einen Kameramann gab, bei dem sich später erst rausgestellt hatte, dass er Nazi war. Also das war auch schwierig zu der Zeit, als mein Vater angefangen hat, 46, zu wissen, wer war überhaupt überzeugter Nazi und wer war es nicht. Und das kam dann eben später manchmal an Stellen raus, obwohl er mit Leuten gearbeitet hatte, von denen er es eben nicht wusste. Und es hat sich herausgestellt, dass die dann eben Nationalsozialisten waren, auch Überzeugte. Ja, ich wollte eigentlich nur dazu beitragen, weil es ums Fernsehen jetzt ging. Und ich weiß nicht, in den 90er Jahren, 99 oder so, lief dieser Film schon im Fernsehen. Ja, ja, die Filme haben wir, Sie meinen jetzt die Ratten? Ja. Ja, wir haben die Filme, mein Vater hat die Filme, fragen Sie mich nicht, wie oft verkauft, natürlich, der lief im Fernsehen, aber jetzt ist das Problem. Jetzt sind ja schon lange Verträge ausgelaufen und jetzt kauft das Fernsehen die alten Filme nicht mehr. Das ist das Problem. Früher hat sich das wunderbar verkauft, aber Sie müssen mir überlegen, alleine wie viel Eigenproduktion jetzt die deutschen Fernsehsender haben, ja? Also die ganzen Landärzte und Tatorte, die alle ständig wiederholt werden, die haben jetzt so viel Eigenproduktion, die sind gar nicht mehr auf Lizenzankäufe, also auf fremde Filme angewiesen. Und die verstehen aber gar nicht, dass gerade so Sonntagnachmittag Filme mit Peter Alexander und Katharina Valent oder so, dass die unglaublich gefragt sind, gerade bei einem Publikum 60+. Die freuen sich ja aber, auch wir freuen uns total damit. Das wollen die nicht verstehen, das ist ein Riesenproblem und jetzt habe ich nur die Hoffnung, dass solche Streaming-Portale wie Netflix oder auch Amazon oder so, dass die mal so Klassik-Sparten einführen, wie zum Beispiel der Heimatkanal, die ganzen schönen Heimatfilme, die übrigens bombig laufen bei dem Sender, bombig, ja, und die haben Filme genommen, die ich noch nicht mal digitalisiert habe, also die laufen bombig. Ich verstehe nicht, wie kurzsichtig die Sender sind, aber es ist ja auch kein Wunder, deshalb laufen ihnen ja auch so viele Zuschauer weg. Nach dem ganzen Geschehen in dem Film ist ja das Ende etwas überraschend. Das ist ja eigentlich ein Happy End. Meine Frage ist, das Theaterstück von Gerhard Hauptmann, geht das auch so zu Ende? Also im Theaterstück von Gerhard, aber das, soweit ich meine Erinnerung ganz zurückreicht, nimmt sich die Heidemarie Hatteyer, also die Mutter gespielt hat, die das Kind nicht kriegen könnte, das Leben.
das ist meine, springt aus dem Fenster oder so. Aber ich glaube, das wollte mein Vater nicht so dramatisch zeigen, ja. Aber ich glaube, da ist das Ende noch viel tragischer. Ich meine, Gerhard Hauptmann war ja naturalistischer Schriftsteller. Wäre auch glaubwürdiger. Wäre auch glaubwürdiger. Das Ende ist eigentlich etwas unglaubwürdig, muss ich schon sagen. Ja. Dann noch eine Frage, in welcher Rolle ist hier der von Ihnen gerade eben erwähnte Fritz Raymond zu sehen? Genau, der unten dann sich einrichten will mit den ganzen Theaterkostüme und so da. Genau. Ja. So, dann haben wir hier die vorletzte und dann noch die allerletzte unten, weil wir haben leider die nächste Veranstaltung dann auch gleich. Sie haben ganz toll erzählt, Ihr Vater hat mitbekommen, wie Sie angefangen haben, seine Firma zu übernehmen und ähnliches. Ich habe ganz oft immer das Gefühl, dass Väter, die noch in sehr patriarchalen Strukturen aufgewachsen sind, ein Aha-Erlebnis haben, wenn die Töchter loslegen. Ist das, also ich weiß es bei meinem Onkel, mit mir und mit seinen drei Töchtern, wir sind seine vier Mädels immer und die Welt war für ihn total in Ordnung, bis wir anfingen zu studieren und Karriere machten und er auf einmal feststellte, die Kerle sind alle scheiße. Entschuldigung, aber hat er so gesagt. Und dann hat ihn das erste Mal wirklich so ganz, ganz viel beschäftigt, gläserne Decke und bla bla und blub blub und Kinderbetreuung und ähnliches. Hat Ihr Vater so etwas auch mal zumindest angedeutet? Also ich weiß, mein Onkel hatte immer Schwierigkeiten damit, er hat es bemerkt, man hat es an seinem Verhalten auch gemerkt, dass er es bemerkt hat. Es fiel ihm ganz, ganz schwer, das zu artikulieren und er ist dann nachher wirklich sehr aktiv geworden und hat immer, später hat er mal gesagt, das, was er bei seinen Töchtern versäumt hat, hat er bei seinen Enkelinnen dann ganz knallhart durchgesetzt. Moment, weiß ich nicht. Schwierigkeiten womit? Also genau. Zum Beispiel, wenn seine Enkelkinder gesagt haben, ja, und dann werde ich mal Krankenschwester, hat er gesagt, nur das kannst du noch überlegen, es gibt noch andere schöne Berufe. Astronautin ist doch auch toll, oder? Ach so. Also so, ne? Ganz nein, klassisch. Ja. Hat da ganz knallhart die Schiene gewechselt und hat gesagt, das muss viel mehr gefördert werden und das war so ein echter Eye-Opener für ihn. Und kann das was bei Ihrem Vater nicht auch so? Ich meine, Sie haben losgelegt und er hat er nicht... Nein, mein Vater hat, das muss man auch verstehen, also ich bin ihm da auch nicht böse. Erstmal ist mein Vater unvergleichbar, für mich, für viele Menschen auch. Mein Vater erträgt keine Götter neben sich oder sowas, also er hat mich geholt und hat gedacht, er bringt jetzt einfach eine jüngere Person rein, damit es besser läuft und zieht so die Marionettenfäden an mir, hat nicht gewusst, dass ich seine Tochter bin offensichtlich oder verkannt. Und es gab immer, also jeden Preis mehr, den ich gewonnen habe, hat ihn mehr verärgert. Also jedenfalls, ja, das muss man aber verstehen. Ich meine, er hat das alles aufgebaut. Ja, wer bin ich das? Aber ich meine, er hat mich geholt. Du hast mich geholt. Du hast gesagt, ich soll es weitermachen, damit es nicht untergeht. Was willst du jetzt von mir? Du machst das, was ich dir sage, aber du hörst ja nie. Da meinte ich so, Papi, aber ich habe eine ganz andere Herangehensweise an Filme. Für mich ist es anders, weißt du? Ich kann auch nicht irgendwie einen Cowboy vorne zeigen und hinten eine Rückpro. Wir machen das digital heute. Und das war wirklich, es gab Schwierigkeiten. Und ich kann nur sagen, der letzte Film, der jetzt am 4. Dezember hier übrigens in Frankfurt Premiere haben wird, der gestern auch vom Hessischen Filmpreis nummeriert war, wo es um wieder eine Friedensbotschaft gibt, nämlich das Barenboim-Orchester, dieses East-Western-Divan, wo arabische und israelische Jugendliche zusammen Musik machen, um zu sagen, dass Frieden möglich ist. Aber wir haben die Rechte von Barenboim nicht bekommen. Also Peter Simonischek spielt die Hauptrolle ein bisschen fiktionalisiert. Egal, den hat er als letzten Film gesehen. Und genau diese beiden Worte beschreiben die Beziehung zwischen ihm und mir. Also ich meinte, Papi, wie findest du den Film? Und er meinte, leider gut. das ist halt, aber es war wirklich okay. Und ich kann nur sagen, dieser Mann war einzigartig. Und aber auch meine Mutter, wie gesagt. Und das Werk ist sowieso, ich weiß nicht, wie viel sie von, das Werk ist, also man könnte, glaube ich, ein ganzes Jahr lang, fast ein ganzes Jahr lang, jeden Tag einen Film zeigen. Und es sind wirklich sensationelle Sachen dabei. Und ich finde, bin dem wirklich Museum so dankbar, dass es hier ein Arthur-Braun-Archiv gibt und die ganzen Sachen hier erhalten werden. In Berlin liegen die 35mm Kopien. Hier liegen alle Verträge, Fotos, alles. Das ist ganz, ganz toll. Und ich finde es auch ganz toll, dass Sie noch Interesse an dem Werk haben und hoffe, dass wir das noch über viele, viele Jahre weitermachen. Eine letzte Frage gibt's noch. Danke. Ihr Vater hat in einem Interview mal gesagt, dass sein Filmstab, mit dem er arbeiten musste, da waren 70%, manchmal 90%, haben auch in der Nazi-Zeit bei der UFA gearbeitet. Nun kamen natürlich auch nach 1945 viele Schauspieler aus dem Exil, Regisseure auch, ja auch Falk Hanak, Siot Mack, Fritz Lang, Schauspieler Fritz Raymond, Camilla Spierer. Und wie war da die Zusammenarbeit am Set und
haben die sich sofort verstanden. Also die Leute, die in der Nazi-Zeit gearbeitet haben und die aus dem Exil kamen. Dann wollte ich noch kurz etwas sagen. Der 20. Juli war auch ein ganz bedeutender Film, weil da war Falk Hanak war auch Widerstandskämpfer in der Roten Kapelle und es wurde auch da in dem Film Widerstandskämpfer dargestellt. Also die Rote Kapelle war in dem Film drin enthalten und deswegen war der auch bedeutend. Aber meine Frage ist, wie war die Zusammenarbeit zwischen jüdischen Emigranten und... Gebe ich jetzt mal sofort weiter, weil ich das nicht weiß. Ich kenne nur die gute Zusammenarbeit, aber das Museum sollte mal darüber, oder ich hoffe, es gibt ein paar Wissenschaftler, die sich genau mit der Frage beschäftigen hier. Wir haben tatsächlich auch mal ein Buch rausgegeben, gerade über diese Doppelverfilmung, weil es gab ja zu diesem 20. Juli, also sprich dem Stauffenberg-Attentat, parallel zwei Filme und die sind ganz unterschiedlich rangegangen. Da wird unter anderem genau dieser Themenkomplex angegangen. Das kann ich zum Beispiel sehr empfehlen. Ich glaube, wir haben auch noch... Ich weiß, es sind noch Fragen da, aber wir sind leider schon drüber. Über der Zeit. Alice Brauner hat auf jeden Fall die Gelegenheit, draußen mit Ihnen kurz noch eine Frage dann zu machen. Aber ich muss an dieser Stelle uns leider hier verabschieden. Es ist so großartig, dass Sie so ein Interesse haben. Es ist so großartig, dass wir Arthur Brauner hier würdigen und ehren durften. Vielen Dank, Alice Brauner. Dankeschön fürs Kommen. Danke Ihnen.